Thema ist OpenStreetMap in 3D. Und der Tobias Knerr möchte uns zeigen, mit welchem Werkzeug man eine 3D-Visualisierung von OpenStreetMap-Daten erstellen kann. Der Vortrag setzt sich naturgemäß aus zwei Teilen zusammen. Der erste ist OpenStreetMap, der zweite ist, wie zeichne ich OpenStreetMap in 3D. Vielleicht kennen ja viele hier OpenStreetMap schon. Ich fange trotzdem mal mit einer kurzen Einleitung ins Thema an, damit wir alle auf dem gleichen Nenner sind. OpenStreetMap ist das freie Kartenprojekt im Netz. OpenStreetMap ist eine freie Karte, die von Freiwilligen gemeinsam erstellt wird und die als Endziel die ganze Welt abdecken soll. Und selbstverständlich, wie es für ein Projekt gehört, steht die OpenStreetMap unter einer freien Lizenz. Stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert OpenStreetMap? Weil es ja schon ein bisschen was anderes als ein normales Open-Source-Projekt. Es gibt deutlich mehr Mitarbeiter und man erzeugt keinen Code, sondern man erzeugt Kartendaten. Der Anfang ist in den meisten Fällen, dass jemand sich einfach seine Umgebung anschaut, Notizen macht, Fotos macht oder gleich Daten in eine Handy-App einträgt und diese Daten dann am Rechner in unsere globale Karte einträgt. Das funktioniert so in etwa nach dem Wiki-Prinzip. Also es gibt einfach, wenn man auf der OpenStreetMap-Homepage ist, einen Button, mit dem man Bearbeiten anklicken kann. Und dann kommt man direkt in so einen Editor, wo man verschiedene Sachen eingeben kann, Straßen zeichnen kann, ihnen Namen geben kann und vieles, vieles andere mehr. Also eigentlich alles ganz einfach. Und sobald man auf Speichern klickt, sind die Daten auch schon Teil der globalen OpenStreetMap-Datenwelt. Wenn man das Ganze multipliziert mit zigtausende Teilnehmern, dann kommt so schnell eine beachtliche Datenmenge zusammen. Zu allen Daten gehört aber natürlich auch eine Software, denn die schönsten Daten nutzen mir nichts, wenn ich diese Daten nicht anzeigen, bearbeiten oder benutzen kann. Deshalb brauche ich neben dem Kernprojekt OpenStreetMap, das sich vor allem auf die Produktion einer Datenbank konzentriert, auch noch viele andere kleine Open-Source-Projekte, die diese Daten nehmen und daraus schöne Anwendungen bauen. Diese sind streng genommen meist nicht Teil des eigentlichen OpenStreetMap-Projekts, sondern gehören zum OpenStreetMap-Ökosystem. Das heißt, im Prinzip kann jeder anfangen, sich die OpenStreetMap-Daten zu nehmen und daraus eine schöne Karte zu bauen. Gut, in einem Zeitalter, in dem es sehr viele digitale Karten gibt, viele davon auch kostenlos, stellt sich vielleicht für manche die Frage, warum überhaupt OpenStreetMap benutzen? Naja, für viele Besucher hier, die schon Open Source Nutzer oder Entwickler sind, dürfte eigentlich schon das Argument reichen, dass OpenStreetMap unter einer freien Lizenz steht. Gehört sich ja so. Aber es gibt auch weitere Vorteile. Zum Beispiel bietet OpenStreetMap Zugriff auf die Rohdaten hinter den Karten. Also es gibt nicht nur schöne bunte Bilder, auf denen Straßen und Flüsse eingezeichnet sind, sondern man bekommt die Daten auch als semantische Datenbank. Und diese Informationen kann man beliebig weiterverarbeiten. Das ist etwas, was kommerzielle, kostenlose Anbieter meist nicht bieten. OpenStreetMap hat auch den Vorteil, dass wir weltanschaulich und im Hinblick auf unsere Firmenzugehörigkeit oder so unabhängig sind. Wir haben eine eigene Stiftung, die nicht für Profit arbeitet. Und von daher gewährleisten wir, dass unsere Karten nicht bestimmten politischen oder wirtschaftlichen Einflüssen unterliegen. Das ist ja wichtig, weil Karten waren in der Vergangenheit oft durchaus ein Machtinstrument, zum Beispiel von Staaten, die die Karten absichtlich verfälscht haben, um damit ihre Bürger in die Irre zu führen. OpenStreetMap ist auch nicht abgeschlossen in dem, was man dann eintragen kann. Man kann sich jederzeit neue Dinge eintragen, die für eine eigene Anwendung oder eine eigene Karte sinnvoll wären. Dadurch werden auch Anwendungen außerhalb des Mainstreams ermöglicht. Beispielsweise haben einige Menschen eine Initiative gestartet, dass man in OpenStreetMap
Daten für die Benutzbarkeit von öffentlichen Einrichtungen für Rollstuhlfahrer ablegen soll. Haben eine kleine Anwendung gebaut, haben ein bisschen diskutiert, wie man das in die Karte einträgt und letztlich eben geschafft, dass es inzwischen eine Karte gibt, die weltweit verfügbar ist und solche Informationen anbietet. Sowas lässt sich nicht unbedingt so einfach machen mit einer kommerziellen Karte. Bei OpenStreetMap sind eigentlich alle Anwendungsfälle gleichberechtigt. Und es kommt nur darauf an, andere zu begeistern, auch solche Daten beizutragen. Und nicht zuletzt ist ein schlagender Vorteil auch noch, OpenStreetMap ist global. Viele Kartendatenanbieter bieten nur dort Karten an, wo es profitabel ist, also in reicheren Ländern. Behörden bieten oft auch Kartendaten an, neuerdings auch oft unter offener Lizenz, was sehr zu begrüßen ist. Aber die sind natürlich meist auf ihren Wirkungsbereich beschränkt. Da gibt es halt dann eine Karte für Deutschland, eine Karte für Frankreich. Und die haben meist auch unterschiedliche Datenformate und machen es deswegen einen Programmierer nicht einfach, sie zu verarbeiten. OpenStreetMap hat hier den Vorteil, es gibt einen globalen Datensatz, der auch global einheitlich eingetragen wird und das gleiche Datenformat überall verwendet. Jupp. Dass dieses Prinzip funktioniert, sieht man daran, dass OpenStreetMap auch heute eigentlich schon überall zu finden ist. Man kann OpenStreetMap im Auto zur Navigation benutzen, aber auch auf einer gedruckten Karte, gibt OpenStreetMap für Fahrradfahrer, gibt OpenStreetMap als Aushang am Bahnhof, als Anzeige im Zug. Man kann OpenStreetMap auf der Wikipedia anschauen, so ziemlich jeder Ortsartikel, so ziemlich jeder Artikel über Monumente oder Ähnliches hat eine eingebaute Karte, die auf OpenStreetMap basiert. Man kann OpenStreetMap in der Tatortsendung manchmal sehen. Wenn man OpenStreetMap besonders gerne mag, kann man es sogar am Körper tragen oder sein Zimmer damit dekorieren. Jo, man sieht, es gibt OpenStreetMap eigentlich überall auf der Welt, wenn man etwas genauer hinschaut. Und demnach gibt es OpenStreetMap natürlich auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen. So viel zu dieser kleinen Einführung in OpenStreetMap. Jetzt möchte ich mich mit dem zweiten Teil dieses Vortrags befassen, nämlich dem Teil, der da heißt in 3D. Schon 2008 gab es in deutschen Medien so Nachrichten wie Hamburg in OpenStreetMap vollständig erfasst. Das war auch insofern richtig. Nur damals verstand man unter vollständig erfasst oft etwas anderes, als man heute verstehen würde. Da ging es vor allem darum, sind alle Straßen in der Karte drin. Naja, Straßen war auch das, worauf man sich bei OpenStreetMap als erstes konzentriert hat. Heißt ja schon so. Aber es ist bei weitem nicht alles, was man in OpenStreetMap eintragen kann. Und heutzutage ist eine deutsche Stadt, die nur die Straßen vollständig hat, eigentlich nicht besonders weit entwickelt, was OpenStreetMap angeht. Heutzutage tragen Leute viele Details ein, die oft auch gar nicht in den OpenStreetMap-Karten sichtbar sind. Zum Beispiel hier, dieser kleine grüne Punkt in der Karte, den man normalerweise kaum wahrnimmt, hat eigentlich ziemlich viele Daten eingetragen. Das ist halt ein Baum, kann man die Höhe angeben, der Stammumfang, den Krone-Durchmesser, Klassifizierung, das ist ein Laubbaum, die Spezies und vieles mehr, was in diesem Baum sogar nicht mal getaggt war. Ja, wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass halt die klassischen Kartendarstellungen auch etwas an ihre Grenzen kommen. Wenn man diese Daten benutzen will, dann fällt es zunehmend schwer, das im Rahmen so einer Standard-2D-Karte zu tun. Deswegen gibt es eben zunehmend auch Anwendungen, die solche Daten nutzen und die halt über 2D-Karten hinausgehen. Sei es, dass es spezielle Datenbanken zur Durchsuchung gibt, dass es Navigationssysteme gibt, die mehr als nur die Vorhandensein einer Karte benutzen, sondern eben auch Spurlinien und so weiter auswerten. Oder eben auch die im Titel erwähnten 3D-Darstellungen. Da könnte man diesen Baum zum Beispiel in der passenden Höhe, im passenden Umfang etc. zeichnen. Jo. Und da inzwischen dieses Interesse an 3D auch immer mehr wächst, gibt es inzwischen eben auch 3D-Darstellungen auf OpenStreetMap-Basis. Ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht.
Das ist die Stadt Passau, von der ich angereist bin und hat diesen markanten Dom da im Hintergrund mit den grünen Kuppeln und viele dreidimensionale Gebäude, die allesamt auf OpenStreetMap-Daten basieren. Dieses Bild kann man nur auf Basis von OpenStreetMap rendern. Man braucht dafür nicht mal irgendwelche anderen Datenquellen. Jetzt ist natürlich der Punkt, es gibt seit vielen Jahren Software, die sich darauf spezialisiert, schöne, kartografisch anspruchsvolle Karten in zwei Dimensionen zu rendern. Die ist aber meistens nicht wirklich dafür geeignet, dass man damit 3D-Welten modelliert oder erschafft. Deshalb bietet es sich an, dafür spezialisierte Software zu schreiben. Und eine davon möchte ich heute vorstellen. Die Software OSM2World. OSM2World ist eine freie Software unter der LGPL und hat eine Aufgabe. Die Aufgabe ist, 3D-Landschaften aus OpenStreetMap-Daten zu erzeugen. Diese 3D-Daten kann man dann exportieren und weiterverarbeiten, zum Beispiel in freien Werkzeugen wie Blender, oder man kann sie einfach direkt in schöne Bilder umwandeln. Was kann OSM2World alle? Das Feature, an das man bei 3D zuerst eigentlich immer denkt, sind Gebäude. Das ist auch das, wo 3D in OpenStreetMap schon am weitesten verbreitet ist. Wenn man genügend Aufwand reinsteckt, kann man mit OpenStreetMap sehr, sehr genaue Gebäude zeichnen. Das ist ein ziemlich extremes Beispiel, das deutlich detaillierter ist als der durchschnittliche Gebäude in OpenStreetMap. Aber es zeigt ganz schön, was prinzipiell möglich ist und wofür man einen spezialisierten Renderer wie OSM2World brauchen kann. Bei OpenStreetMap ist es so, dass man generell sehr flexibel ist, welche Daten man einträgt. Also es gibt nicht einen vorgegebenen Datensatz mit bestimmten Attributen, sondern im Prinzip kann jeder eigene Attribute erfinden. Das führt zu einer ziemlichen Vielzahl an Attributen, die aber auch einen gewissen Datenreichtum bieten, den ein Renderer wie OSM2World natürlich gerne auswerten würde. Deshalb ist es wichtig, zum Beispiel flexible Materialien zu haben, weil es kann eben sein, dass an einem Gebäude die Farbe der Hauswand gegeben ist, am nächsten Gebäude ist angegeben, dass die Hauswand mit Holz verschalt ist und es gibt auch Gebäude, an denen beides oder gar nichts angegeben ist. Das heißt, man hat eine ziemliche kombinatorische Explosion aus verschiedenen möglichen Kombinationen von Attributen. Um das möglich zu machen, hat OSM2World eben ein relativ flexibles Materialsystem, das Dinge wie Farbe, mehrschichtige Texturen, Bumpmaps etc. problemlos miteinander kombinieren kann, wobei so ziemlich jede Angabe in OpenStreetMap optional ist. Ein weiterer Punkt, den man in 3D manchmal besser darstellen kann als in einer reinen 2D-abstrakten Darstellung, sind Straßen. In den meisten 2D-Karten findet man als Straßen normalerweise nur, eine Linie mit einer Beschriftung. In 3D-Darstellungen, wenn sie realistisch aussehen sollen, braucht man aber etwas mehr. Glücklicherweise finden sich in OpenStreetMap mittlerweile auch schon Attribute für die Abbildung von Spuren. Auch die Information, diese Spur hat eine Markierung, die ein Rechtsabbiegerpfeil ist. Es gibt Fußgängerüberwege, man kann eintragen, wie breit der Gehsteig ist und ob er gepflastert ist. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das ist von daher auch fast schon eher ein, es ist kein Extrembeispiel, es geht komplizierter. Auch bei den Straßen ist natürlich wichtig, es gibt Straßen, an denen eingetragen ist zum Beispiel, sie haben ein Kopfsteinpflaster, es gibt Straßen, an denen Spurinformationen vorhanden sind, auch wieder in beliebiger Kombination. Und deshalb ist auch hier wieder wichtig, OSM2World unterstützt im Prinzip beides, auch unabhängig voneinander und an sich alles optional. Zu einer echten 3D-Darstellung gehört natürlich auch, dass nicht alles flach ist hinterher. Deswegen braucht man eigentlich noch so eine Art Geländeinformation, wo eben drin steht,
wie hoch ist es an dieser Stelle? Jetzt ist natürlich das Problem, eine Sache, die OpenStreetMap noch nicht hat, ist solche Geländeinformationen. Das heißt, es gibt zwar sehr viele Informationen in der Ebene, aber so ein Geländeraster, wie man es von anderen GIS-Anwendungen kennt, wird eigentlich da nicht mitgeliefert. Deswegen behilft man sich da normalerweise, indem man andere freie Datenquellen anzapft. Eine davon sind die freundlicherweise von der NASA unter Public Domain gestellten SRTM-Daten. Die SRTM-Daten ist ein Datensatz, der von der NASA durch ein relativ ausgeklügeltes Verfahren aus einem Space Shuttle heraus ermittelt wurde und den es auch weltweit gibt. Mit der kleinen Ausnahme, wenn man zu weit nach Norden oder Süden geht, dann enden die Daten, also an den Polen kann man sich damit nicht weiter behelfen. Aber zum Beispiel Deutschland oder so etwas ist damit problemlos abzudecken. Die Auflösung von den Daten ist nach heutigen Standards nicht mehr ganz ideal. Sie wurden lange Jahre immer in 90 Meter Auflösung veröffentlicht. Seit kurzem gibt es sie auch in 30 Meter Auflösung, wobei die höhere Auflösung von OSM2World noch nicht unterstützt wird. Wenn man OSM2World nicht für den Export von Daten verwendet, sondern direkt Bilder rendern möchte, dann verwendet OSM2World OpenGL. OpenGL bietet ja prinzipiell so ziemlich alle Grafikfeatures, die man von modernen Grafikkarten geboten bekommt. Und dazu gehören natürlich zwangsläufig auch Shader, die frei programmierbar sind, und die Effekte, wie hier zum Beispiel den Schatten oder Ambient Occlusion, Anti-Aliasing oder vieles mehr ermöglichen. Vieles davon wird bei OSM2World bereits mitgeliefert. Also der Screenshot stellt so ziemlich den Auslieferungszustand dar. Man kann aber auch natürlich eigene Shader bereitstellen und damit die Effekte grundlegend den eigenen Bedürfnissen anpassen. Diese Darstellung ist übrigens letztes Jahr von einem Studenten im Rahmen des Google Summer of Codes entwickelt worden. Dazu sage ich dann später noch ein bisschen mehr. Nur mal ein Beispiel, es gibt natürlich viel mehr, Verkehrsschilder, Parkbänke, sonstige Straßenmöbel, Laternen, so ziemlich alles, was einem einfällt, kann man auch zur Aufhübschung einer 3D-Darstellung verwenden. Vieles davon ist in OpenStreetMap auch bereits erfasst. Und die Dinge, die noch nicht erfasst sind, kommen zunehmend schneller dazu. Deshalb, ja, so ein Word Cloud, was alles noch gerendert wird. Ich denke mal, das muss ich jetzt nicht im Einzelnen zeigen. Wer sich interessiert, ist eingeladen, sich die OSM2World Homepage anzuschauen, wo das dann detaillierter draufsteht. Gut, nochmal ein Wort dazu. Wenn man jetzt eine schöne 3D-Landschaft mit OSM2World erzeugt hat, dann will man damit natürlich auch meistens irgendwas Bestimmtes machen. Ich habe schon erwähnt, man kann damit über OpenGL Bilder ausgeben, zum Beispiel die genannten PNG, JPEG. Man kann auch OBJ-Dateien ausgeben, das ist ein relativ simples, aber universell verstandenes 3D-Datenaustauschformat, das zum Beispiel von Blender und so ziemlich allen anderen Open-Source-Tools im Bereich 3D gelesen werden kann. Man kann auch die etwas exotischeren Porphyry-Dateien ausgeben. Porphyry ist ein Raytracer, der nach zumindest gängigen Standards ziemlich anspruchsvolle Bilder erzeugen kann. Der liefert einem gleich so Dinge wie Reflexionen und Schatten und alles Mögliche mit, was man eventuell halt in einer schönen bildlichen Darstellung brauchen kann, ermöglicht auch zum Beispiel die Umsetzung von Animationen, Kamerafahrten und so weiter in einer relativ einfachen textuellen Sprache. OSM2World lässt sich über die Kommandozeile bedienen, aber mitgeliefert wird auch eine grafische Oberfläche, die jetzt zwar nicht besonders hübsch ist und halt einfach eine lokal installierte Java-Anwendung als Frontend ist. Sie erlaubt aber eine relativ einfache Bedienung. Man kann OpenStreetMap-Daten aus diversen Dateiformaten und anderen Quellen laden.
stellt gleich die generierten Modelle via OpenGL dar. Das heißt, man kann sich gleich da in dem Modell bewegen, sich allen Perspektiven anschauen, reinzoomen etc. Erlaubt dann auch den Export direkt einfach aus dem Menü in alle Formate, die gerade genannt wurden. Und ist, denke ich mal, für den Einstieg eine relativ einfache Methode, OSM2World zu benutzen. Vielleicht stellt sich trotz der Ausführungen noch dem einen oder anderen die Frage, warum will man eigentlich OpenStreetMap in 3D darstellen? Ich meine, die 2D-Karten sind doch hübsch. Reichen die denn nicht? Meint der einfache Anwendungsfall ist, man könnte sich vorstellen, heutzutage will man ja die Karten etwas aufpeppen und da könnte man einfach die Karten mit so einer Pseudo-3D-Darstellung anreichern. Das ist dann zwar eigentlich auch wieder nur ein Bild, was man im Browser angezeigt bekommt, aber es hat halt trotzdem 3D-Effekte und bietet einfach ein moderneres Aussehen. Das ist eine der Anwendungsfälle, die OSM2World seit langem unterstützt. Es gibt auch eine Beispielkarte für den deutschsprachigen Raum auf der OSM2World Homepage, die man sich anschauen kann. Und da kann man dann mal schauen, wie die eigene Gegend schon in 3D auf OSM-Basis aussieht. Ein weiterer Anwendungsfall, der einem gleich einfällt, naja, 3D, kann man doch schöne Spiele damit machen. Das ist zwar ein etwas älterer Screenshot, aber zeigt, hat sich mal ein OpenStreetMap-Benutzer die Mühe gemacht, mal auf Basis von OSM2World einen Rennkurs für das ebenfalls freie Spiel Super Tux Kart, kann ich sehr empfehlen, zu erstellen. Jo. Man kann auch einfach schicke Videos rendern. Das ist auch von einem Benutzer gemacht, fand ich sehr beeindruckend. Der hat OSM2World-Modelle genommen, in Blender gesteckt und diesen cartoonartigen Effekt daraus gemacht, den ich durchaus ziemlich schick finde. Naja, auch ein aktuelles Schlagwort, virtuelle Realität, der quasi in allen Medien. Da ist es auch nicht schlecht, wenn man einfach mal ein freies 3D-Modell von einer beliebigen Stadt erzeugen kann und sich darin dann umschauen. Und natürlich 3D-Druck ist auch eine Option, zum Beispiel ein 3D-Modell, das auch auf Basis von OSM2World erzeugt wurde. Und ich habe nur leider vergessen, die URL anzugeben, wo man das sich anschauen kann. Jupp. Gut, stellt sich jetzt die Frage, das war jetzt so ziemlich der Status quo, was kann man heute schon machen? Es gibt natürlich noch viel Potenzial für weitere Entwicklungen und das will ich jetzt mal halt etwas darstellen unter dem Motto, wie geht's jetzt weiter? Das Bild, was ich vorhin gezeigt habe, war ja schon mal ganz schön, aber man könnte sich noch ziemlich viel mehr wünschen. Zum Beispiel diese Brücken. Wenn man sich das mal anschaut, naja, eigentlich sehen die nicht wirklich nach Brücken aus. Also, Punkt 1, bessere Brücken. Dann, man sieht jetzt 3D-Darstellungen von außen von den Gebäuden, die teils auch schon recht detailliert sind. OpenStreetMap zeigt aber auch schon erste Ansätze, dass man die Innenräume von öffentlichen Gebäuden, sagen wir zum Beispiel von dieser Uni hier, mit kartografieren könnte. Diese Daten wäre es doch auch gut, wenn man die auch in 3D anschauen könnte. Vielleicht dann auch frei begehbar, dass man von außen nahtlos in die Innenansicht wechseln kann. Straßenflächen ist auch so ein Punkt, der in der OpenStreetMap-Gemeinschaft seit langem diskutiert wird. Bis jetzt haben in OpenStreetMap Straßen normalerweise einfach eine Breite und das war's. Aber ich meine, viele Straßen, gerade in der Innenstadt, sind ja deutlich komplexer als einfach ein Schlauch mit einer bestimmten Breite, sondern wechseln halt ständig ihre Umrisse. Da wäre es sinnvoll, zum Beispiel ein Polygon zur Beschreibung zu nutzen. Und wenn das in OpenStreetMap erstmal umgesetzt ist, diese Änderung, dann wäre es natürlich auch eine große Aufwertung für die 3D-Darstellung. Fenster ist auch ein Punkt. Bis jetzt gibt es zwar schon Fenster an den Gebäuden, aber in OpenStreetMap liegen eigentlich wenig Daten vor, wie diese Fenster genau aussehen. Da gibt es ja durchaus eine große Bandbreite.
Da gibt es auch aktuelle Entwürfe, dass man in OpenStreetMap zum Beispiel auch eben für ein Gebäude eintragen kann, für eine Kirche zum Beispiel. Na, die hat also Buntglasfenster und die haben die und die Form. Und nicht zuletzt gibt es auch so Punkte wie Oberflächendetails. Eine Straße ist ja nicht einfach nur gepflastert, sondern sie hat ein bestimmtes Muster, in dem sie gepflastert ist und vieles mehr. Das wäre auch noch so ein Bereich, in dem man, denke ich, viel gewinnen könnte für die 3D-Darstellung. Diese Punkte hier sind jetzt nicht zufällig gewählt, sondern es sind alles Punkte, an denen momentan gearbeitet wird bei OSM2World und die in näherer oder vielleicht etwas fernerer Zukunft alle in dem Produkt veröffentlicht werden dürften. Noch ein paar andere Zukunftspläne. Irgendwann stößt man ja an die Grenzen dessen, was man mit OpenStreetMap vermutlich machen möchte und kommt in den Bereich, wo man eigentlich klassischerweise so echte 3D-Modelle einsetzt, sowas wie Blender zum Beispiel. Zum Beispiel ja, Eiffelturm möchte man eigentlich nicht unbedingt alles in einem OpenStreetMap-Editor zeichnen, sondern ja, da nimmt man halt Blender. Sowas würde man auch gerne in so eine 3D-Darstellung einbinden. Da fehlt es aber mittlerweile eigentlich an so einer irgendeiner Webseite, wo man einfach die Modelle hochladen kann, austauschen kann, kommentieren kann, etc. Also sowas wie früher das 3D-Warehouse von Google, nur halt in frei. Wenn es sowas gäbe, daran wird auch schon gearbeitet in der OSM-Community, dann würde es auf jeden Fall etwa auch in OSM2World eingebunden werden. Weiterer Punkt, OSM2World bietet, anders als andere 3D-Renderer in der OSM-Welt, noch keine WebGL-Unterstützung. Nun ist WebGL, aber denke ich mal, kann man inzwischen schon sagen, die Zukunft von 3D-Darstellungen im Web. Von daher würde man sich wünschen, dass man diese Technologie auch unterstützt, weil dann könnte man Animationen ermöglichen, die freie Bewegung im Raum, Wettereffekte und so ziemlich alles, was man sich an grafischen Effekten noch vorstellen kann. Das hätte auch rein technische Vorteile. Bisher ist es so, dass wenn man sich zum Beispiel eine Karte mit OSM2World rendert, dann wird auf dem Server mit OpenGL Bilder erzeugt, sogenannte Kacheln, und die werden dann in der Karte auf dem Client angezeigt. Das erfordert aber meistens ein relativ ungewöhnliches Hardware-Spektrum auf dem Server, weil die wenigsten Server haben eigentlich wirklich leistungsfähige Grafikkarten eingebaut. Und da wäre es schöner, wenn der Client dieses OpenGL-Rendering selbst übernehmen könnte. Naja, zum Glück ist auch schon eine WebGL-Anbindung für OSM2World in Arbeit. Wird sich noch etwas hinziehen, aber irgendwann können wir dann die 3D-Welt auf OSM-Basis auch mal direkt im Browser anschauen. Der Vortrag neigt sich jetzt eigentlich schon dem Ende zu. Ich möchte die Gelegenheit aber noch mal für zwei Dinge nutzen. Zum einen, OpenStreetMap mit OSM2World hat vor 2 Jahren die Open Source Förderung von Thomas Krenn erhalten, wofür ich mich nochmal herzlich bedanken möchte. Die diesjährige Preisverleihung des Open Source Förderpreises findet ja auch hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen statt. Darauf möchte ich nochmal hinweisen. Und das Zweite, ich habe ja vorhin erwähnt, dass OSM2World bereits von Beiträgen von Studenten bei dem Google Summer of Code profitiert hat. Der Google Summer of Code ist ein Programm, bei dem Google Studenten ermöglicht, ihren Sommer damit zu verbringen, Code zu Open-Source-Projekten beizutragen und dafür einen nicht unbeträchtlichen finanziellen Bonus einzusacken. Jupp, das war's von meiner Seite. Wir haben jetzt noch recht viel Zeit für Fragen und ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen allen gefallen. Das bietet sich eigentlich an, auch technische Infrastruktur, das heißt Kabel, Leitungen, die ich nicht sehe, die also unterirdisch verlegt sind, es gibt dann nur da schon offiziell zugängliche Daten mit darzustellen in 3D. Ist sowas angedacht oder gibt es das schon? Also es gibt meines Wissens noch nicht.
Es gibt ein paar Ansätze, unterirdische Informationen in OpenStreetMap darzustellen, aber bisher eher so Sachen wie U-Bahn-Schächte oder sowas. Ich fände es aber durchaus eine charmante Idee. Und für einen Kommentar dazu, also es gibt schon Stromtrassen, die eingetragen sind und Strommasten. Ja. Also die sind da und es gibt die Layers. Man kann hergehen und irgendwas an dem Layer unter der Straße machen. Also im Prinzip die Infrastruktur dafür ist mehr oder weniger da. Also man kann die Höhen angeben und sagen, das ist irgendwie tiefer und Stromtrassen gibt es auch schon. Und Wasserleitung, Berlin vielleicht? Bin ich mir nicht sicher. Nicht für mein Gebiet. Ja. Dazu gleich, das ist der Grund meiner Frage. Ich befasse mich also mit der Erfassung bzw. Auswertung von solchen Infrastrukturdingen. Es gibt also teilweise erfasste Kabel, die kann man also mit darstellen. Hm? So viele Dinge entstehen neu, aber ich denke mal an Gasleitungen zum Beispiel, da haben so oberirdische Kennzeichnungen, wo genaue Bezeichnungen draufstehen, Ferngasleitungen, die lassen sich leichter fassen und demzufolge zwischen zwei solchen Punkten ist dann halt die Gasleitung. Hm? Und das darzustellen, auch unterirdisch darzustellen, also sozusagen in die Tiefe, unter Null zu gehen, ist natürlich dann schon interessant, wenn man verschiedene Leitungen jetzt hat. Wichtig ist das, wie gesagt, für die Auswertung von solchen Projekten oder beziehungsweise Infrastrukturangaben. Hm? Es gibt auch offizielle Dinge oder Karten oder Quellen, die man dazu mit nutzen kann. Ja, meine Frage geht in die ähnliche Richtung. Es gibt ja diese Leitungskarten zum Beispiel. Die gibt es auch in einem GIS mit den entsprechenden Tiefenangaben respektive Höhenangaben. Und ich habe auch in verschiedensten GIS-Projekten digitale Oberflächenmodelle. Beispielsweise von diversen Kopterbefliegungen, Gebäude und Wald. Jetzt wäre die Frage, ist denn die Funktion eines Re-Exports, ich nenne das jetzt mal so, angedacht, dass man aus dem OSM-to-World ein World-to-OSM machen kann? Dass man eben die Daten aus einem GIS, digitales Oberflächenmodell, in OSM-to-World einliest und von dort in die OpenStreetMap importiert dann? Also, ich gehe davon aus, dass sich das softwaretechnisch eigentlich nicht anbietet, auf Basis von OSM2World so einen Import in die OpenStreetMap-Datenbank umzusetzen, weil es einfach auf eine andere Anwendungsfall spezialisiert ist. Aber prinzipiell ist es natürlich möglich, Sachen auch in OpenStreetMap als Import zu übernehmen. Also es gibt auch Daten, die halt einfach aus zum Beispiel öffentlichen Quellen dort stammen und nicht unbedingt immer von Freiwilligen erfasst wurden. Das ist aber etwas, wofür man sich zumindest mit der OpenStreetMap-Community absprechen muss. Also es ist quasi vorgegeben, dass man dann bestimmte Prozedur einhält und halt sich eine Zustimmung holt. Und es gibt auch ein paar Tools, die es für einen Import gibt, teils auch als offenen Code. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich Ihnen was Konkretes empfehlen kann. Ja, vorhin wurde erzählt, dass es so Höhenprofile mit einer Auflösung von inzwischen 30 Meter von der NASA gibt. Aber es gibt doch eigentlich viel genauere Daten im Rahmen des Open Data Projekts der Bundesregierung. Zum Beispiel habe ich mal nachgesehen, also von Berlin gibt es frei zugänglich Kartenmaterial mit Höhenangaben, die auf einen Meter genau sind und wo also auch auf einen Meter genau zum Beispiel die Grundwassertiefe eingezeichnet ist. Kann man solche Daten nicht auch irgendwie für OpenStreetMap nutzen? Das hängt davon ab, wie die Lizenzbestimmungen genau sind. Also die Lizenz von OpenStreetMap ist da relativ streng, also eine Share-Alike-Lizenz, was dazu führt, dass nicht mit allen anderen freien Lizenzen kompatibel ist. Ich kenne jetzt nicht die genauen Lizenzbestimmungen zum Beispiel von den Daten, die Sie genannt haben. Da kann ich das definitiv sagen. Aber ich bin mir sicher, dass es auch in einzelnen Bereichen Daten gibt, die außer den SRTM-Daten noch sinnvoll wären, ja. Ich meine, ich kenne die Lizenzbestimmung jetzt auch nicht, aber im Zweifelsfall könnte man ja vielleicht auch mal, OpenStreetMap hat ja wahrscheinlich inzwischen einen gewissen Bekanntheitsgrad, mit den entsprechenden Leuten, die für die Daten verantwortlich sind, reden. Vielleicht lässt sich ja da auch was machen, wenn da Probleme mit den Lizenzen da sind. Ich wollte fragen, wie die 3D-Daten jetzt selbst abgespeichert sind. Also bei Gebäuden hauptsächlich, ist das jetzt so als Schichtbild modelliert oder sagt man, hier ist der erste Stock? Oder wenn eine Säule meinetwegen ist, das war ja auf einigen Bildern da. Sagt man dann in den Daten, hier ist eine Säule oder modelliert man wirklich die Säule als Ansammlung von Flächen? Weil dann sind das ja schon halbe 3D-Modelle. Also es funktioniert in OpenStreetMap so, dass es so eine Art Klötzchenmodell ist. Also man hat zum Beispiel, wenn man eine Säule hat, dann hat man halt so ein Umrisspolygon für die Säule zusammen mit einer Höhenangabe und dann hat man halt so, ein Volumenmodell von einem extrudierten Polygon. Funktioniert das eigentlich alles. Es gibt aber noch halt ein paar Zusatzattribute, zum Beispiel für Sachen wie Dächer.
wo es dann einfach einen Katalog an verschiedene Dachtypen gibt, sowas wie Flachdach oder Walmdach oder Ziebeldach, halt, naja, so eine Liste von 20, 30 Dachtypen, die man dann einfach als Attribut an zum Beispiel ein Haus oder Hausteil umsetzt. Antwortet das die Frage? Ja, und so Sachen wie, wenn man ein Verkehrsschild rendern will zum Beispiel, dann ist in OSM selbst nur angegeben, dass es jetzt ein Stoppschild und dann guckt er im Katalog nach, so sieht ein Stoppschild aus und baut das dann dahin, oder? Ja, genau. Also eventuell hat man doch so Angaben wie Höhe oder Art der Befestigung oder so, aber an sich ist da normalerweise nur ein Punkt mit der Angabe, hier ist ein Stoppschild und das Stoppschild schaut in diese Richtung. Und daraus macht dann halt OSM World so ein 3D-Modell aus Dreiecken etc. Wie manipulationssicher die Daten sind, war die Frage. Also bis jetzt haben wir eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht mit unserem Prozess. Also wir haben bis jetzt eigentlich nur so eine Art von Community-Moderation plus eine Working Group der Foundation, die dafür zuständig ist, so Sachen wie Vandalismus oder Datenmanipulation zu bekämpfen. Bis jetzt haben wir als Projekt den glücklichen Zustand, dass wir eigentlich selten zum Opfer von irgendwelchen Manipulationsansätzen werden. Häufiger sind schon so Probleme wie, dass kommerzielle Anbieter Daten eintragen, die halt nicht unsere Qualitätsstandards genügen. Da sind derzeit auch einige Änderungen an unseren Regeln in Arbeit. Aber bis jetzt läuft es problemlos. Wenn sich mehr Probleme ergeben, müssten wir halt mal über umfangreichere Sicherungsmaßnahmen Gedanken machen. Welche Formate werden akzeptiert von Architekturprogrammen? Oder gibt es da eine Schnittstelle zu bestimmten Formaten? Also mir ist noch nichts bekannt, dass so Architekturprogramme da direkt als Eingabemöglichkeit unterstützt würden. Wäre aber auch schon eine Idee, die verschiedentlich schon mal angeklungen ist und die sicher eine Möglichkeit wäre, unseren Datenbestand relativ schnell zu erweitern, ja. Gibt es in den Katalogen auch Objekte, die nicht so verankert sind mit dem Boden, wie zum Beispiel Autos oder Personen, die man dann in den Bildern darstellen kann? Weil die sind immer so ein bisschen menschenleer oder zu verlassen. Also bei so Dingen wie, sagen wir mal, Autos oder Zügen oder so, fehlen mir vor allem freie 3D-Modelle. Also das könnte ich durchaus einbauen, wenn ich sowas finden würde, aber ich habe halt schon mal in den einschlägigen Seiten geschaut und da gibt es relativ wenig. Ich bin jetzt kein so ein wirklich begnadeter Künstler oder so, von daher ist es schwierig für mich, das selber zu machen. Das führt dann zu so einer Art Programmierergrafik, die eigentlich keiner haben will. Ist es auch möglich, so Texturen hinzuzufügen? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Foto von oben hat, dass man dann halt die Wiese nicht einfach nur einfarbig grün macht, sondern halt mit so einem Grasfoto? Geht das? Also bis jetzt verwende ich nur generische Texturen, also halt so eine Information wie, naja, hier ist halt Gras, hier ist halt Asphalt. So tatsächliche Fototexturen wären eine Option für die Zukunft. Da fehlt momentan aber auch an Ansätzen, dass man das in größerem Umfang quasi unter freier Lizenz bekommt. Es ist halt relativ kostspielig, sich eigene Luftbilder oder sowas erzeugen zu lassen. Zur Belebtheit von den Karten. Bei F4Maps gibt es ja schon einige Animationen. Ist da eine Kooperation angedacht? Naja, ich meine, F4Maps ist halt leider ein kommerzielles und geschlossenes Projekt. Deshalb ist es halt schwierig, da zusammenzuarbeiten. Ich meine, es hilft natürlich, wenn es auch andere 3D-Darstellungen von OpenStreetMap-Daten gibt, weil es halt für viele Motivation ist, neue Daten hinzuzufügen. Und daher hilft es mir auch eigentlich weiter, wenn halt Leute für F4-Daten eintragen. Aber ich glaube, weitergehende Kooperation wird halt wegen der unterschiedlichen Entwicklungsmodelle schwierig sein.